einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich möchte mit was Ernstem beginnen. Es geht ja momentan ständig um Implantate. Ich kann nur sagen, meine Damen und Herren, Öko. Öko ist die Antwort auf alle Ängste. Ich habe mir Bio-Implantate machen, Grünkernkissen. Form schön. Ist auch toll, kann man sehr gut in der Mikrowelle erhitzen. Und dann kann man sie sich auch je nach Form und Größe auf den Nacken schnallen oder den Magen beruhigen. Meine Damen und Herren, wunderschön sein. Ja, Weihnachten haben wir hinter uns gebracht. Wie war es bei euch? War's gut? Ja. Bei uns war es super lustig, weil ich spiele immer in der Christmette und diesmal war es so, dass der Pfarrer auf die Kanzel gegangen ist und wollte mit der Predigt anfangen und hat aufs Mikro geklopft und hat gesagt, mit dem Mikro stimmt was nicht. Und das Volk hat geantwortet, und mit deinem Geiste. Mir ist dieses Jahr kurz vor Weihnachten auch meine persönliche Weihnachtsgeschichte passiert. Ich habe drei Tage vor Weihnachten bin ich ins Frankenzentrum nach Langwasser, um Geschenke zu besorgen. Ich hatte in 2 Stunden 16 Geschenke, alles in Tüten. Und habe mir gedacht, shoppen verbrennt Kalorien, also gönne ich mir jetzt noch was zu essen. Bin in einer dieser Cafés gegangen, hau meine Sachen hin, hol mir eine Suppe. Dann sitze ich vor meiner Suppe und merke, ich habe einen Löffel vergessen. Gehe zurück, hol mir einen Löffel und komm. Und plötzlich sitzt vor meiner Suppe, an meinem Tisch, ein Mann, ein Neger. Also, darf ich nicht sagen, ein stark pigmentierter Mitmensch mit Migrationshintergrund. Und der isst meine Suppe. Und dann haben wir gedacht, Lissi, pass auf, versteck die Kamera oder irgend sowas. Für mich haben wir gedacht, ich setze mich jetzt einfach hin, hab meinen Löffel genommen und wir haben zusammen schweigsam die Suppe gegessen. Der Typ hat nichts gesagt, die ganze Zeit nicht. Dann ist er aufgestanden, hat zwar Kaffee geholt, hat mir wortlos einen hingestellt. Dann haben wir gedacht, das ist okay. Ich meine, er hat die Hälfte von meiner Suppen gekriegt, er gibt mir einen Kaffee aus. Verstehst du? Dann ist er wortlos gegangen. Ja, ich habe die Kaffeetassen zurückgebracht, komm zurück und der Tisch ist leer. Meine Handtasche war weg, meine ganzen Weihnachtseinkäufe waren weg, alles war weg. Und ich habe mir gedacht, zigst, Vorurteile haben sich wieder bestätigt, das war der Verbrecher. Ja, also bin ich zur Kasse. Hab den Manager kommen lassen, ja, habe ihm erzählt, was passiert ist, wollte ihm den Ort des Verbrechens zeigen. Und plötzlich war da wieder mein Tisch. Mit allen Tüten, meiner Handtasche, meinem Mantel, einer Suppe randvoll, aber kalt. Ich hab einfach den Tisch verwechselt, verstehst du? Jetzt denke ich, was muss denn der arme Mann von mir gedacht haben? Hey, dicke alte Frau hat Hunger, gebe ich ihr Suppe. Ja? Spendiere ich ihr noch Kaffee? Ja? Das war mir so peinlich. Ja? Und dabei kenne ich mich aus mit Integration. Wir zum Beispiel, also ich wohne in einem wunderschönen Ort Sulzburg und bei uns gibt es sehr, sehr viele junge Türken, auch eine sehr nette Oberpfälzer türkische Gang. Das sind sehr nette junge Männer, kommen oft zur 20. auf dich zu und fragen, ob du ein Problem hast. Ja? Und die haben einen Bombenhumor. So, die sagen, ey Omar, ja? Wie heißt Oberpfälzer in Mülltonne? Ja? Eigenheimbesitzer. Oder, hey Ohmeier, wie nennt man Oberpfälzer in Anzug? Ha? Angeklagter. Und dann haben wir gedacht, da mache ich jetzt mit. Dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich auch, warum man immer so Kapuzenpullis tragt, damit man die Flohbänder nicht sieht. Ja, das fanden sie jetzt nicht so lustig. Also gar nicht. Also sie haben gesagt, hast du was gegen Ausländer? Hab ich gesagt, ich habe nichts gegen Ausländer oder gibt es ein Mittel gegen euch? Also, diese Klischees und Vorurteile immer. Ich sage jetzt mal ganz satirefrei was. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, aber ich wähle nicht CSU. Und in Bayern ist das, glaube ich, ein Verbrechen. Ja. Als Kind haben sie mir schon gesagt, nur wer in die Kirche geht, ist ein Christ. Nur wer in die Kirche geht, habe ich gedacht, ich bin doch Ackerauto, nur weil ich in der Garage stehe. Und schon als Kind habe ich bemerkt, dass die gar nicht so gläubig sind. Die haben bei uns am Kirchturm einen Blitzableiter angebracht. Das ist ein Misstrauensvotum. Das ist echte Kritik an Gott, meine Damen und Herren. Ja, aber wie gesagt, ich komme aus der Oberpfalz und in meinem Beruf, ich erlebe viele Klischees, aber ich kann auch Menschen gut einschätzen. Ja? Also jetzt zum Beispiel er, hallo. So, hatte ich die dicke Frau erschreckt. Gut. Ich würde mal sagen, der Mann, Sie sind schon in Rente? Ja, schon lange haben wir das. Ja, also gepflegt, Schülerin, gut aussehen, gutes Aftershave, hat nicht viel gearbeitet. Ich würde sagen, Banker oder Beamter. Ja, was war's?
Selbstständig. Selbstständig. Ja, ich auch. So. Na, oder machen Sie mal die Augen zu. Stellen Sie sich vor, ein Mann, billiger Anzug, Brille, Kassengestell, Zähne, Barmer Ersatzkasse. Weiß man? Bernd Händel. Kleiner Spaß. Sehen Sie, ich kann fröhlich sein und lachen, das, obwohl mein Vater Franke ist. Ich bin eigentlich Oberpfälzerin. In einer Topografie im 19. Jahrhundert hat ein Amtsarzt nach München geschrieben, die Oberpfälzer sind klein, schüchtern und dünn. Hallo? Nein, diese ganzen Klischees. Gut, es gibt welche, die stimmen. Die meisten Schwulen sind homosexuell. Ja? Aber ich habe einen Polen, mein Freund, der ist Pole und der trinkt keinen Alkohol. Ja? Meine Nachbarn sind Schwaben. Die sind nicht geizig. Gute Art Fanskalender ist eine Kerze mit einem Spiegel davor. Aber sie hat gesagt, die Schwäbin hat gesagt, das schönste Kompliment, das ihr Mann ja machen kann, ist, wenn er sagt, oh, du schaust aber abgeschafft aus. Meine Freundin ist Russin, die Tatjana. Tatjana hat gesagt, weißt du warum, ich bin in Deutschland, habe Heimweh. Gibt in Russland keine Russen mehr, sind alle in Deutschland. Ossi, seid ihr wieder losgeworden, uns nicht. Dann habe ich sie aufgeklärt, eine alte Oberpfälzer Weisheit, traue niemals blonden Frauen oder Autos, die Russen bauen. Kleiner Spaß. Nein, oder ich bin seit 14 Jahren mit demselben Mann verheiratet. Ein Ossi. 14 Jahre sächsischer Humor und ich bin noch nicht mal nominiert für den Friedensnobelpreis. Ja? Und ich habe jetzt auch keinen Bock, über den Wulfers zu sagen, nur damit ich politisch bin, weil Politik fängt im Kleinen an, in unserem kleinen Radius, in unserer Familie. Und die sehe ich jetzt wieder bedroht. Terror, Angst, Manipulation. Ich sage nur Valentinstag. Warum muss mir jemand am 14. Februar Valentinstag? Wir hatten das erfunden, wir sagten uns, dass wir das machen sollen. Ich wünsche allen Floristen und Gärtnern wünsche ich viel Profit, aber das ganze Jahr über. Ich will, dass mein Mann mir Blumen schenkt, weil er mich liebt oder weil er wie immer ein schlechtes Gewissen hat. Das ist eine Tradition, meine Damen und Herren. Und wenn mein Mann mir am 14. Februar Blumen schenkt, dann kann man am nächsten Tag in der Zeitung lesen, sie ließ Blumen sprechen. Oberpfälzer Kabarettistin ermordet ihren Mann mit einem Strauß Rosen. Hey, weißt du, warum Männer größer sind als Frauen? Weil das Unkraut die Blumen überwuchert. Dankeschön. Thank you.